Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ich bin heute mit euch bei der Johanniter, und zwar in der Akademie der Johanniter. Und ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass es sowas überhaupt so in der Art gibt. Deshalb finde ich das ganz interessant, euch das mal kurz vorzustellen. Kann ich aber nicht alleine, dazu hole ich mir einen Fachmann dazu, und zwar den Benni, den hole ich jetzt an meine Seite. Schauen wir uns mal an. Benni! André! Da ist er ja. Grüß dich. Schön, dass wir da sein dürfen, wir alle. Ich habe hier ein paar tausend Mann da vorne stehen. Auch nur ein paar. Hinter Sarah quasi, die wir gerade in der Kamera so schön filmen. Das hier ist die Akademie, ne? Genau, richtig. Du bist hier bei der Johanniter Akademie. Also ich finde es hier auch sehr beeindruckend. Ich bin schon mal durchgegangen, ein bisschen Schaufensterbummel gemacht und so. Kannst du uns mal ganz kurz, wollen wir beide mal ganz kurz gucken, was ihr hier macht? Wenn na klar. Was so wollen keiner wir gleich mitbekommt? Reingehen. Ja, dann los. Na dann. Kommen wir rein? Okay. Wir einmal rein. Drücken. Also hässlich ist was anderes. Da kenne ich andere Schulen. Ja, für unsere Schüler machen wir immer das Beste. Ne? Sehr schön. bevor ich jetzt frage, was ihr in der Schule genommen habt, was machst du hier genau? Ich bin hier der Schulassistent. Also ich bin so ein Mädchen für alles. Okay. Nicht der Hausmeister, wie man da sagt, sondern wirklich Schulassistent. Ich bestelle Materialien, bereite Unterrichte vor. Ja, einfach alles so drumherum. Der klassische Alleskönner. Genau. Mich sieht man nicht, aber ich mache alles. Genau, das sind die wichtigsten Leute. Okay. Nee, aber sehr schön habt ihr das hier. Also das ist hier so für, ich sage jetzt mal, für euch ist das, was wir Feuerwehrleute als NABK so kennen, ist das hier sozusagen eure Feuerwehrschule. Genau, richtig. Für eine Rettungsdienstschule. Ne? Das ist halt im Endeffekt für Notfallsanitäter, Rettungssanitäter, für den Rettungssanitäter Grundlehrgang. Praxisanleiter haben wir hier Ausbildung, dann haben wir Zugführer, Gruppenführer, Altenpflege. Haben die auch alles, okay. Genau, also sowas bilden wir hier aus. Okay, und wo die das machen, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Los geht's. Also Herzstück dieser Akademie, wenn ich das richtig verstanden habe, richtig, ist ja diese SAN-Arena heißt sie, ne? SAN-Arena. Gehen wir jetzt gleich mal rein und gucken mal, warum das eine SAN-Arena, warum die so heißt, ne? Genau, das ist unser Trainingszentrum halt. Verrat doch nicht alles. Na, okay. Los, rein jetzt. Ladies and Gentlemen, die SAN-Arena. SAN-Arena, das ist eure Spielwiese, sag ich mal so, für die. Das ist richtig. Für die Sanitäter, Rettungssanitäter, was genau. Sagt man eigentlich? Notfallsanitäter. Notfallsanitäter. Auszubildenden, okay. Genau. Richtig. Auszubildenden. Okay, das heißt, wir haben hier einen Hubschrauber, wir haben hier hinten einen RTW stehen. Genau, richtig. Was habt ihr noch? Wir haben ein LKW, habe ich gesehen. Genau, wir haben ein Haus, ein LKW, wir ein haben Haus. Motorrad. Ja, ein Haus. Okay, wir Motorrad. Haben eine Notaufnahme. Ja. Ja. Das, sowas haben wir hier alles. Ne? Also ihr könnt hier alles nachspielen für die Realität quasi. Genau, richtig. Schön. Und hier ist die Notaufnahme hier quasi? Das ist die Notaufnahme, die kann schnell weggebaut werden. Da kann dann Manflagen hier trainiert werden. Und Manf, ganz kurz für die, die es nicht wissen, Massenanfall von Verletzten. Richtig. Und das heißt, wenn, ich sag mal, 10 Verletzte sind, da hat man schon manchmal schon mal ein großes Problem. Ne? Da muss man genau sehen, wie man die alle versorgt bekommt. Genau, richtig. Genau. Cool, ne? Oder? Das Schöne ist hier, wir gucken jetzt nochmal zum Hubschrauber, ja. Das ist natürlich wahrscheinlich das kostspieligste Spielzeug, was ihr hier auch habt. Ja, also so eine halbe Million steht da gerade hinter dir.
Achso, wenn ich so dran wackel, das stört auch keinen. Das stört meinen Chef doch sehr. Nein, okay. Was du mir vorher gesagt hast, ihr könnt hier, deshalb, dafür sind diese ganzen Lampen und sowas, ihr könnt hier richtig Unwetter simulieren. Genau. Regen auch? Oder ja, Wasser, also oder? Vom Geräusch her schon, aber natürlich kein echtes Wasser. Dann hätten wir hier ein Problem. Okay, aber Sturm oder was weiß ich? Genau, Nebel. Also Stress, ihr produziert Stress. Und genau, das ist auch wichtig. Hier wird das trainiert, so diese Stresssituation, dass die Schüler und auch die Notärzte, die trainieren hier auch viermal im Jahr übers BBK, ja, zusammen mit der MAH. Da werden die Hubschrauberbesatzung trainieren hier. MAH, ganz kurz, für die, die nicht aus Hannover kommen, Medizinische Hochschule ist das hier, Hannover. Richtig. Wo die hochqualifizierten Studierten. Genau. Leute sind. Genau, richtig. Um es mal einfach zu sagen. Genau. Okay. Die machen dann hier Training in Mannflagen und da deswegen ist dann hier richtig Action. Okay. Nochmal zur Schule allgemein. Also ihr habt die SAN-Arena hier, wo praktisch gespielt wird und auch geprüft wird. Hier sind auch die Prüfungen, die hier laufen. Ne? Hier sind die praktischen Prüfungen, genau. Dann gibt es ja noch schriftlich und mündliche Prüfungen. Die sind dann in den Klassenräumen, in den zwei Etagen hier drüber. Okay, das heißt, die Schulungsräume gucken wir uns auch gleich nochmal an, also die Klassenräume, sag ich mal. Da gehen wir auch gleich nochmal hin. Aber ich würde jetzt mal kurz sagen, wollen wir hier mal Stück für Stück mal reingucken? Kannst du uns mal was, fangen wir mit dem Hubschrauber an, das interessiert mich auch am meisten. Ja, natürlich. Können wir da mal reingucken? Ja, ich habe ja Schlüsselgewalt, ne? Okay, super, dann schauen wir doch mal rein. Kommt mal mit. Ja. Ein bisschen beengt. Von der halben Million bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Nein, okay. Nein, das ist natürlich klar, es ist hier keine Transall, es ist ein Rettungshubschrauber letztendlich, oder wie nennt ihr das? Das war ein echter Rettungshubschrauber. Rettungshubschrauber, okay. Also Rettungshubschrauber heißt ja immer bei uns in der Fachsprache Christoph, ne? Ja. Christoph 1, 2, 3, 5, 6, keine Ahnung, wo sind wir gerade? Rufname RTH. RTH, okay. Rettungshubschrauber, RTH, okay. Und hier ist alles drin. Also ich sehe hier schon ordentlich. Wie nennt ihr es richtig? Rettungsrucksack? Rettungsrucksack, okay. Genau. So nennt man es auch? Okay. Innere Medizin etc. Schaut mal hier mal rein. Okay, ist natürlich für Schulung ein bisschen angepasst, aber es ist ein realistischer Hubschrauber. Aber ich sehe, ihr habt ja Kameras drin. Genau. So ein bisschen, ihr könnt das von draußen beobachten, was hier passiert. Also der ist jetzt richtig ausgestattet wie ein richtiger Rettungshubschrauber, den du draußen antriffst, wenn mal irgendwo der Hubschrauber landet. Okay, also hoffentlich wird nie einer von euch in den Genuss kommen, da mitfliegen zu müssen, liegend. Deshalb guckt euch jetzt hier lieber an und lasst das andere bleiben. Ne? Genau. Okay, super. Nee, das ist aber toll. Also, ja. Aber fliegen tut er nicht mehr, ne? Oder? Nee. Hier drin? Wackeln tut er nur. Ach so, kann man auch richtig die Rotorblätter ja, genau. So ein bisschen anschmeißen. Hier unten drunter Motoren und dann kannst du da links, rechts, hoch, runter. Wenn man simuliert wird, dass der Hubschrauber ein technisches Problem hat und brennt und sowas, dann ist hier richtig Stress drin. Okay. Ja. Hubschrauber brennt. Ja, genau. Zum Beispiel kann ja passieren, dass Elektrikprobleme sind und der Hubschrauber muss notlanden. Der Patient ist ja trotzdem immer noch in der Notlage, muss behandelt werden. So was übt ihr? Ja, genau. Da werden dann die Seitentüren aufgemacht, damit der Nebel raus kann. Und da musst du dir vorstellen, dass die dann wahrscheinlich so in 100 Metern Höhe noch sind und irgendwo gerade versuchen, auf dem Feld Not zu landen. Okay. Und müssen Funk absetzen. Da kann man nur hoffen, dass die Feuerwehr in der Nähe ist. Ja. Nein, okay. Aber wieder, auch nochmal diese, wenn wir jetzt natürlich Späße machen mit Feuerwehr und Rettungsdienst oder wer auch immer vom Rettungsdienst, wir können es ja machen, wir verstehen uns ja alle. Genau, richtig. Wir haben ja auch alle Arten hier. Ne? Wir haben ASB hier, wir haben die Polizei hier, die Bundeswehr machen hier Unterricht. Ach so. KTG. KT was? KTG. Das ist auch ein Rettungsdienstunternehmen. Ach so. Was KTG, in Hannover okay. Einsetzt. Und Johanniter genau. Wahrscheinlich auch. CDL. Okay. Genau, Johanniter sowieso. Ja. Na, aber wie gesagt, die kommen von überall her. ASB. Also wir unterrichten alle. Also wie gesagt, so was du schon willst, gemeinsam wollen wir ans Ziel, machen wir hier genauso. Genau, übrigens das war auch das, warum ich hier überhaupt reinkomme, weil sie mitbekommen haben, dass ich diese Gräben zwischen den Organisationen so ein bisschen versuche aufzuweichen. Genau. Die restlichen Gremien noch sind die kleinen. Genau. Genau. Respekt für alle. Das leben wir vor. Genau, so machen wir es. So machen wir. Okay, also das war der Hubschrauber, wir gucken weiter. 85 Kilo. Also ich bin jetzt kein Fachmann, aber der ist hin. Weiß ich, er ist auf jeden Fall schwer. Okay, also das ist hier so, also natürlich mit Bildern, aber reicht ja, finde ich total genial. Ja. So ein bisschen das Feeling. An der Notaufnahme. Notaufnahme, ne? Ja, super. Also hier wird so trainiert die Übergabe von Patienten an Ärzte, wo dann halt auch die Ärzte der MAH dann mal mitspielen oder unsere Dozenten einen Arzt spielen, dass das dann auch mal stressig wird, wenn es laut ist im Umkreis. Also das ist schon, ja, wird sehr realistisch gemacht, dass unsere Auszubildenden halt wissen, was draußen wie passieren kann. Genau, und das, ich finde auch, dass Rettungspuppen allgemein im Film immer viel zu kurz kommen. Deshalb hier die Möglichkeit, stellvertretend für alle Rettungspuppen einmal Hallo an alle. So, hast du gut gemacht. Ja, das sind unsere Rescue-Randys, die haben wir neu. Rescue what?
Rescue Randy, die sind eigentlich Randys. Nur für die Gruppenführer- und Zugführerausbildung und für taktische Medizin. Ja. Die wiegen 85 Kilo. So wie ich, ne? Ja, aber sind halt auch so schwer wie eine bewusstlose Person und wir schwitzen uns hier zu Tode, aber so ist es ja draußen. Ne? Sarah kichert ganz in der Kamera, die wird demnächst ausgewechselt. Hast du das nicht geglaubt? Also. So, okay, und hier habt ihr schon mal, wie in der Praxis, ne? So machen wir in der Feuerwehr auch die Autos auf. Nein, aber ihr simuliert hier, dass jemand das Auto aufschneidet und da habt ihr schon mal... Genau, retten aus dem Auto. Retten aus dem Auto. Crash-Rettung, so war, was ihr ja kennt und sowas, alles im Notfall. Ja, das ist ein Geschenk. Auch aus einer Johanniter-Rettungswache, die hatten das mal gemacht gehabt. Wir hatten vorher nur den kleinen Polo, dann haben wir den Geschenk gekriegt, dann wurde der hier durch das Tor hier hinter uns mit einem Stapler reingewuppt. Ja, da kann man das Dach abnehmen. Wie der Hubschrauber hier reingekommen ist, das ist auch ein anderes Thema. Ne? Ist komplett zerlegt. Wurde hier wieder aufgebaut. Naja, machen wir ja mal so in der Pause. Nee, schön. Okay, schauen wir mal weiter. Na dann. Der Rettungswagen. Und das Schöne ist, dann spare ich mir jetzt das Abtippen. Guckt mal her, was hier steht. Hier könnt ihr nämlich genau die Schule, die Akademie finden, ne? Johanniter-Schule.de. Na, genau. Wunderbar, dann haben wir das auch schon mal safe. Weil ich finde es immer gut, wenn ich was nicht richtig erklärt habe und ihr nochmal was nicht verstanden habt, guckt einfach auf die Seite. Ist auch mal sehr sinnvoll, ne? Also der sieht jetzt relativ echt aus. Das war auch ein echter. Ja, cool. Und ihr habt auch richtig hier... Mit Straßenbelag und allem, ne? Das ist ja echt, ich kann mir richtig vorstellen, das ist schon richtig. Ja, das sind so die Schmerzen auf dem Asphalt. Kennst du ja auch, wenn du kniest mal auf der Straße am Auto, ne? Naja. Ja. Kann schon mal vorkommen. Und hier Motorrad. Das sieht ja so ein bisschen nackt aus, ne? Das machen wir jetzt mal ein bisschen anders. Wir danken Sarah für diese schöne Einlage auf dem Motorrad, super. So, und dann habt ihr auch noch für... Wenn ihr irgendwie so... Ja, so Baustellenumfälle und sowas alles. Okay, also ein bisschen beengter alle, so ein bisschen simulieren, also ihr müsst dann damit klarkommen. Ja, das wird auch oft zweckentfremdet. Das erzählst du mir lieber, wenn die Kamera aus ist. Nein, das darf ich auch jetzt sagen. Okay, was ist das? Passiert es dich etwa? Ja, natürlich. Wenn hier Mannflaggen geübt werden, ja, dann explodieren auch mal Sachen. Dann kommt da so ein kleiner China-Böller rein, da ist natürlich da nichts drin, und der wird einmal durchgezündet und das schallt halt richtig. Also alles quasi für die Baustelle hier könnt ihr simulieren und richtig. Ich merke schon, du hast auch mit diesen China-Böllern irgendwo zünden auch mal so Spaß, die Leute aus der Reserve zu locken. Ja, ich weniger. Ich sitze dann irgendwo anders, aber wie gesagt, das machen dann die Kollegen. Okay. Und der LKW, das interessiert mich auch nochmal, kurzer Radstand, komm, gucken wir es mal an. Ja. Also das ist ja, ihr übt das halt, habt ihr auch Bühnen und sowas, oder? Nee, Bühnen nicht. Aber ihr müsst dann sehen, dass ihr das so irgendwie rausbekommt. Genau, also angenommen, richtig. Die Feuerwehr ist noch nicht da mit ihrem höchst professionellen Gerät. Genau, mit einem Spineboard oder wie auch immer, was du dir auch vorstellst. Ja, genau. Genau, so das wird hier trainiert und geübt. Also dann halt aus der Höhe, finde ich super. Ja. Oder? Sarah, hast du sowas schon mal gesehen? Nö. Können wir jetzt nochmal in das Haus reingucken, diese große Villa, von der du mir erzählt hast? Ja, natürlich. Villa. Gehen wir einfach mal. Noch nie war Film so entspannend wie jetzt gerade. Also es ist natürlich Wohnzimmerfeeling. Der Klassiker ist ja auch oft im Wohnzimmer... Liegt genau. Jemand hier und braucht Hilfe und das ist richtig. Ziemlich realistisch gebaut hier, ne? Sogar mit Bildern extra. Genau. Oben noch so eine Dachterrasse sogar. Richtig. Toilette, auch ganz wichtig. Toilette auch, ja, stimmt. Badezimmer. Wahnsinn. Wo passieren die meisten Unfälle? Oh, nein, also richtiges Bad haben wir hier auch, ne? Kommt mal rein, hier richtig ausgebaut und gleich, ui. Wieso sehe ich gerade die Szene vor mir, wie du hier mit einem großen Küchenmesser und ich bin gerade am Duschen, kommst hier rein in den Vorhang. Psycho, wer kennt ihn, ihr seid allzu jung. nochmal deinen Schminkraum, wollten wir nochmal sehen. Den Schminkraum. Das ist jetzt nicht mein Kleiderschrank, obwohl es sieht sehr ähnlich aus. Das ist jetzt hier quasi die Maske, die Garderobe. Unsere RUD. Schickes Bild habt ihr da übrigens, wenn man mal filmt. Hallo. So, also hier macht ihr sozusagen UAD heißt? RUD. RUD? Mhm. Was heißt Realistische das? Realistische Unfalldarstellung. RUD, okay. Genau. RUD heißt nämlich, hier werden die Leute geschminkt, vorbereitet auf die realistischen Lagen quasi. Sag mal, jetzt hast du es echt übertrieben. Alter, sind wir kreativ? Oder was? Also wie gesagt, ihr habt hier alles. Ne? Ihr habt hier von irgendwelchen Ampullen,
Imitaten, die aussehen wie irgendwelche Medikamente oder was weiß ich, alles, was man braucht für einen Rettungsdienst. Genau. Also Spritzen, Medikamente, Verbände, Tourniquets, also alles, was du auf dem Rettungsdienst brauchst. Okay. Ja. Super. Das haben wir hier. Klasse. Ein Teil davon. Okay. Also ich fand das echt, also ich finde das echt toll, was ihr hier so alles macht. Also das würde ich hier in meinem Live-Betrieb sehen. Das wird noch im nächsten Film kommen, dass wir mal Unterricht mal reinfilmen werden. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Super, da freue ich mich. Ja, wir gucken jetzt erstmal, weil jetzt, die haben schon alle Feierabend. Wir gucken jetzt aber jetzt mal kurz in die Schulungsräume rein, wenn das für dich in Ordnung ist. Können wir gerne machen. Super, dann gehen wir mal ins Unterrichtszimmer. Los geht's. Ja, eben noch in Hannover, jetzt schon in Berlin, ne? Ha, habe ich gute Witze. So, Mensch, oh, schick. Oh, mit hier digitalem Board. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Die Branche boomt, wa? Active Board hier, du. Nein, ja. Okay. Aber sieht man schon, die Ausstattung ist gut. Das heißt, Active Board, wie läuft das bei euch, wenn ihr hier was anschreibt? Ja, unterschiedlich. Also die einen machen es über PDF mit einem PC, die anderen schreiben ganz normal wie früher. Ganz unterschiedlich. Für Videos, für alles wird es genutzt. Aber das Vorteil in den digitalen Teilen ist ja, du kannst es dann ja natürlich auch wie ein Touch. Ja, und verschicken auch. Kannst und du auch, genau. In der Historie zurück, wenn man sich was abgewischt hat, kann man ja auch und sowas. Ne? Also ist halt schon schön, wer sowas nicht kennt. Ein Active Board ist halt wie ein großer PC halt, ne? Ja. Okay, super. Nee, aber schön. Schick. Gefällt mir gut. Super. Okay, also jetzt sind wir mittlerweile schon in Zypern angelangt. Das heißt, wieso, was habt ihr für komische Namen? Wie kommt das? Oh, Städte. Ja, aber warum? Was hat das im Hintergrund? Unser Chef fand es schön. Also, okay, das ist also wir sind jetzt in Raum einfach. Zypern. Okay, finde ich aber gut, interessant. Also ist mehr so schon ja, am Modell üben, ne? Auch, ne? Also hier ist halt so ein Multiraum, wo man halt Zugänge legen, trainiert, stabile Seitenlagen und sowas. Und dann haben wir halt unsere kleine Bibliothek dort für die Schüler, wo sie sich auch zurückziehen können und halt Anatomiemodelle. Wie gesagt, Benni, erstmal schönen Dank. Also ich fand es wahnsinnig interessant. Gerne. Wenn ihr es auch interessant fandet, würde ich sagen, schenkt dem Benni mal und der Schule mal einen Leicht. Daumen, einen gefällt mir. Dann wisst ihr, das ist nur für dich, nicht für mich. Ja, hoffentlich. Wie gesagt, und ich bin total begeistert. Also ich freue mich, wenn wir hier mal ein bisschen Action mal sehen. Das arrangieren wir noch. Super. Auf jeden Fall. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, dann bis zum nächsten Video. Ne? Alles klar. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ein altes Ehepaar. Genau. Soll ich mit dem Arsch wackeln? Mach ich schon. Wahnsinn. Wo passieren die meisten Unfälle? Ja, wenn die Frau nicht aufpasst. Das schneidet natürlich raus. Also, frag nochmal. Mensch, du solltest die Kamera ausmachen. Mach die Kamera weg. Weg. Was? Bist du schüchtern? Ja, ich bin nicht so einer.